Willkommen zum nächsten Video im Insider-Bereich des Kanals Blackout Insider. Ich habe ja bereits eine Serie begonnen mit den Maßnahmen, die bei einem Blackout zu ergreifen sind. Und mit dieser Serie, ebenfalls eine neue Serie, möchte ich ein bisschen genauer darauf eingehen, was passiert denn überhaupt bei einem Blackout? Wiederum angelehnt an die erste Serie mit den Maßnahmen und an das Arbeitspapier der Leiter der Berufsfeuerwehren in Deutschland, werde ich diese Serie in 6 Teile gliedern. Und das heißt, jetzt in dieser ersten Folge beschäftigen wir uns damit, was passiert in den ersten 10 Minuten nach einem Blackout. Und das sehen wir uns nach dem Intro genauer an. Die ersten 10 Minuten nach einem Blackout sind, wie sehr viele Leute sagen, entscheidend. Und hier beginnen eigentlich die Probleme erst, wenn man irgendwo unterwegs ist oder in der Wohnung oder in der Arbeit.